Hallo, Markus hier von Womoflog. Ja, was macht der Camper im Januar? Habe ich letztes Jahr schon gesagt, er geht auf die CMT. Ja, wir haben heute den Dienstag. Wir sind zwei Tage hier, einmal Dienstag, einmal Donnerstag. Und heute werde ich mal versuchen zu filmen, was es in der Halle 7 gibt. Meine Lieblingshalle, die Zubehörhalle. Und da gehen wir jetzt hin und dann sehen wir da mal weiter, was es denn alles Neues oder auch Altes gibt. Also, bis in die Halle 7. Und wie letztes Jahr die Treppen hoch wieder Sport auf der CMT. Auf dem Weg zur Halle 7, wir sind vorne rein am Eingang. Halle 7 ist natürlich für uns jetzt ganz hinten, aber ich bin gleich oben. Ja, angekommen in der Halle 7. So, wollen wir mal durchgehen, gucken, was man da alles findet. Am Eingang habt ihr Dometic mit ihren Kühlboxen. Gehen wir einfach mal durch, gucken, was wir denn so sehen. Ja, ich will auf jeden Fall vorbei bei Karatec, weil ich da noch ein paar Fragen zu klären habe. Und dann sehen wir mal weiter. Ich lasse einfach mal die Kamera mitlaufen. Ihr habt hier RXL. Die sind da mit ihren Dachfenstern und natürlich auch mit ihren Lüftungssystemen und auch einer Klimaanlage. So, ihr habt auf dem Stand oder beziehungsweise in der Halle 7 auch die Firma Drelino, die, ich weiß es nicht, aber so wie ich das sehe, zwischenzeitlich auch farbige Trockentrenntoiletten macht. Hier einmal in Gelb, eine andere Farbe sehe ich nicht. Aber ihr bekommt die auch ganz klassisch weiß oder aber auch in Holzoptik. Ne? Drei Größen, ja, so viel zur Drelino. Ja, okay, ich hatte recht, die XS ist ab Sommer 24 erhältlich und brandneu. Ja, in der Halle 7 gibt es natürlich auch Zubehör. Natürlich gibt es hier auch Navigationssysteme. ESX Navi ist hier vertreten. Ich nehme einfach mal alles auf, was ich so sehe. Dann könnt ihr euch ein Bild machen. Das Video kommt, bevor die Messe zu Ende ist. Ja, auch der Stand von Silvi ist hier natürlich wie auf jeder Messe groß umlagert. Tanja ist schon am gucken, was wir denn noch alles brauchen könnten. Wir wollen ja unbedingt irgendwann mal noch was von Silvi einbauen oder uns anschaffen. Einbauen, das falsche Wort. Ah, was auf keiner Messe fehlen darf, ist Campingreich. Yakuu Innovationen, Camping- und Freizeitbereich. Wie immer da. Chef ist schon wieder im Verkaufsgespräch. Ja, ich hoffe mal, er macht gute Geschäfte. Die Navi sind anscheinend hier groß vertreten. Kenwood ist ja auch mit drin. In der Halle 7. So, ich nehme euch mal nach oben. Ich hoffe, es wackelt nicht so arg. Gehen wir einfach mal durch. Ihr habt ja auch die Firma Pioneer. Genauso wie Crespo Stühle. Ich war da immer überrascht mit Crespo Stühlen, weil ein Bekannter von mir heißt auch Crespo. Daher ist mir der Name bekannt, aber nicht unter Stühlen. Bis ich dann in den Campingbereich kam und dann festgestellt habe, Crespo macht Stühle, Tische und Fußhocker. Ja, natürlich gibt es hier auch, wie letztes Jahr, die Firma Glesana mit der Toilette. Ich bin ehrlich, letztes Jahr habe ich gesagt, ich weiß noch nicht, ich bin nicht so überzeugt davon. Zwischenzeitlich muss ich echt sagen, sind mal überlegen, ob man die nicht bei uns einbauen. Wenn es einen Einbau gibt, werdet ihr darüber natürlich informiert und seht das Ganze auch. In der Halle 7 habt ihr auch noch Raimo. Irgendwie habe ich dieses Jahr den Eindruck, dass, mag vielleicht geschuldet sein, dass wir am Dienstag da sind, es eigentlich ein wenig leerer ist hier. Es ist wohl kein so Gedränge wie letztes Jahr am Montag. Natürlich immer noch ein großes Thema sind Powerstations. Hier habt ihr die Firma EcoFlow mit ihren Powerstationen. Aber wenn ich so schnell über den Stand gucke, eigentlich nichts Neues da. Alles altbekannt. Ich habe bei mir auch ein Video gemacht darüber, wie man denn sicher so eine Powerstation
an Landstrom am Wohnmobil anschließt, könnt ihr mal im Kanal bei mir schauen. Ihr habt hier auch die Firma Goldschmidt am selben Platz wie letztes Jahr mit ihren Luftfederungen und ihrer Fahrwerksverbesserung. Sogar das gleiche Showmodell ist wie letztes Jahr hier. Bei der Firma Goldschmidt gibt es auch Felgen, die könnt ihr euch anschauen. Ihr habt auch in der Halle die Firma Büttner mit einmal Batterien, Solarmodulen, klebbare Solarmodulen und natürlich auch der ganzen Elektronik hier. Ja, wie gesagt, wir gehen einfach mal die Gänge durch. Wenn ich was Interessantes sehe oder was ich für interessant finde, zeige ich es euch. Ihr habt hier auch die Firma Lippert. Ah, die Firma Sog ist auch hier. Wer das Video gesehen hat über unser Wohnmobil, weiß ja, wir haben eine Sog drin bei uns an der Türvariante, als Türvariante, also genau wie hier, und sind eigentlich relativ zufrieden. Eine Alternative zur Stromversorgung ist eine Brennstoffzelle. Ich habe die Brennstoffzelle allerdings von einer anderen Firma bei mir geschäftlich schon gehabt. Wir haben die Teile repariert, ich kenne mich da ein bisschen aus. Ja, man muss halt immer den Kanister mitschleppen, um die Brennstoffzelle betreiben zu können. Auch die Firma Peggy Peck ist hier mit dem neuen System. Ganz neu ist es nicht mehr, ich habe es schon mal gesehen gehabt. Wer also einen runden Stab an seiner Markise oder an seinem Vorzelt hat, kann jetzt auch mit dem Fix-and-Go-Adapter den runden Stab unten an die Platten festmachen. So, am Stand von Peggy Beck. Wir haben uns gerade unterhalten. Ich habe mit der Tanja drüber gesprochen gehabt. Wir hatten das Problem teilweise, dass hier, wenn der Sand drin sitzt, wir die Schieber nicht mehr aufbekommen. Und die gute Dame von Peggy Beck erklärt uns das jetzt, wie man denn das vermeiden kann. Genau, guten Morgen. Freut mich, dass du da bist und die Frage gestellt hast. Also gerade für die Fälle oder wenn wir extrem Starkregen haben, dann kannst du einfach unsere Bridge nehmen. Die hat den Vorteil, du stellst einfach deinen Fuß dort einmal rein. Jetzt hast du eine Erhöhung. Das Wasser kann hier wunderbar durchfließen oder der Sand kommt dir nicht mehr ins Getriebe. Und dann kannst du das einfach aufschieben und wieder schieben. Du kannst natürlich auch, wenn du mal einen Höhenunterschied ausgleichen möchtest, kannst du natürlich auch die zweite dazu nehmen. Also die kannst du x-beliebig oft stapeln. Okay. Ja? Alles klar. Ich danke dir für die Erklärung. Sehr gerne. Bin ich jetzt wieder einmal schlauer. Es lohnt sich immer, auf die Messe zu gehen. Genau, so soll danke es dir. Sein. Ja, die Firma Dörr ist ja auch da mit der Poravario, mit den Systemen für die Stauflächen, für die Schubladen, für die Stauschränke, damit euch nichts durchs Wohnmobil fällt. Ich blende euch hier mal extra ein. So sieht es zum Beispiel aus. Oder könntet ihr eure Schublade einrichten. So, ihr habt hier auch die Firma Zennig. Ja. Gleicher Stand wie letztes Jahr. Ihr wisst ja, ich habe ein Zennig-Radio oder ein Zennig-System bei mir im Wohnmobil verbaut. Da gibt es auch ein Video dazu auf meinem Kanal, wie man denn Teile da drauf einstellt. Ja, natürlich habt ihr auch die Firma Altfibler am Start. Wir haben ja auch einen, wir sind recht zufrieden mit dem Teil. Was wir jetzt so brauchen, ist ein Überzug, ein Neoprenüberzug fürs Gehäuse. Mal gucken, ob wir einen mitnehmen können. Ah, scheint ein großes Thema zu sein dieses Jahr auf der CMT. Ihr habt hier CMS Europa oder Europe, um es mal neudeutsch zu sagen. Auch hier Navigation und andere Kleinigkeiten. Rückfahrkameras, ein Reinigungssystem. Natürlich ist auch die Firma Megasat hier. Ja, Mölli wird es freuen, da steht nämlich sein Lord Helmchen.
Also wie ihr seht, ihr bekommt hier an Zubehör alles. Da ich ein bisschen technikaffin bin, ist es natürlich meine Lieblingshalle hier. Ja, wie immer beim Burger Shop drücken sich die Massen rum. Muss ich heute nicht haben. Wie immer halt die Hölle los. Ihr habt hier auch die Firma Wemo aus der Schweiz, mobile Kälte, Kompressor, Kühlboxen, Kühlschränke. Ja, die haben auch einen YouTube-Kanal, da könnt ihr auch mal drauf schauen. Die sind eigentlich ja gar nicht schlecht. Ihr habt hier auch noch die Firma Dekalin. Ich muss ehrlich zugeben, mit Dekalin habe ich noch nicht gearbeitet. Bisher habe ich bloß, wer schauen will auf meinem Kanal, ich habe die Airline-Schienen verklebt, allerdings mit Zika Flex. Aber das gibt es bei mir auf dem Kanal, könnt ihr mal reinschauen. Wer Ersatz braucht oder Abdunklung für seine Fenster, kann bei Remi hier vorbeischauen und sich mal informieren. Ja, und hier sind noch GS, die Polstermacher. Da könnt ihr euch ja neu beziehen lassen, könnt neue Matratzen euch machen lassen. Ihr könnt auch natürlich beim Jens die neuen oder die Stuhlauflagen testen. So wie ich gesehen habe, habt ihr neue Farbe. Mehrere. Na, ist natürlich nicht schlecht. Ja, werde ich gleich mal Probe sitzen. Angekommen am Stand von der Firma Karatec. Da habe ich noch ein paar Fragen dazu. Ja, ich habe da auch die Fernbedienung, die ich ja bei mir am Wohnmobil auch drin habe. Bin ich echt cool. Habt ihr ja gesehen gerade schon auf dem Kanal, wie man die bedient, wie der Mauszeiger durch den, oder über den Bildschirm wandert. Ihr könnt euch hier informieren über einmal ja, Soundsysteme, über Navigation, über Fernseher. Fernseher habe ich ja auch einen von Karatec drin. Elektronik und natürlich die Alarmanlage, die es hier natürlich auch gibt. Die neueste Innovation von der Firma Karatec ist die BeatSnake, die euch einen Lautsprecher, den ihr euch um den Hals legen könnt. Ja, vielleicht kann ich es noch testen und euch berichten. Ja, gerade habe ich gesagt, es hat zu wenig Sat-Anlagen. Ihr habt hier aber die Firma Oyster und genauso die Firma Alden direkt gegenüber mit Sat-Anlagen. Also es gibt auch noch Sat-Anlagen, die man verbauen kann. Ihr habt hier auch die Firma Easy Drive. Also wer einen Mover braucht, kann sich hier auch informieren. Eine Waage, um zu messen, die ja, Achslast oder aber auch ein ja, Schubgerät für vorne, sage ich mal. Spiegel habt ihr ja auch. Ja. Auch die Firma Emuk ist hier vertreten. Spiegel und auch ihr Kissen, um auszugleichen und ums Wohnmobil hochzustellen. Ja, die Firma Active ist ja auch vertreten mit dem kompletten Portfolio, wie ich so sehe. Verschiedene Powerstations, Wechselrichter und. Auch die Firma AirTune ist vertreten, ich glaube sogar am gleichen Platz wie letztes Jahr. Also wer da was braucht, ich denke mal, es gibt da Messeangebote, habe ich gerade so mitgekriegt. Da könnt ihr euch informieren. Auch die Firma Victron hat hier einen Stand. Wer bei mir auf dem Kanal schauen will, ich habe extra zwei Videos auf dem Kanal gemacht. Einmal über den Smart Shunt, eins meiner besten Videos, zumindest wenn ich die Aufrufzahlen so sehe. Und einen ja, Video über die Solarregler, die Victron anbietet. Die Firma Lotus Grill ist hier auch vertreten. Wer bei mir auf dem Kanal guckt, ich habe ja das Teil getestet und habe auch die Temperaturmessung gemacht. Also ich verstehe es nicht, wieso man sagt, dass der Lotus Grill am Außenbereich nicht heizt. Ich habe den hochgeheizt gebracht bis auf, naja, ich weiß es nicht mehr genau, ich müsste selber reinschauen, aber ich glaube bis auf, ja, über 400 Grad habe ich ihn hochgeheizt gebracht. Also grillen kann man auf jeden Fall mit dem Teil. Ja, auch die Firma Biotoy ist hier eine Trockentrenntoilette, also TTT. Und wer unbedingt einen Kai treffen will und einen Kaffeeklatsch von Kai machen will, der kommt mittags vorbei, dann treibt er sich hier auf dem Stand rum.
oder auch nicht, je nachdem, ob er aus dem Zottel raus ist oder nicht. Auch die Firma Kedek ist hier vertreten. Ja, wenn ich so sehe, ich glaube, die Firma Dometic kauft so langsam alles auf. Ne? Büttner ist auch aufgekauft worden von Dometic. Zumindest steht auf dem Stand ne, Büttner Dometic. Also wer was braucht für seinen Kedek, kann sich hier auch noch vielleicht ein Messeangebot sichern. Ja, okay, ich gebe mich geschlagen. Die Firma Selfsat, Satco Europe ist auch da, war letzte auch da auf dem gleichen Stand. Also es gibt doch noch Sat-Anlagen. Auch die Firma Liontron ist hier vertreten, da könnt ihr euch auch nochmal informieren. Also wer Batterien braucht, ist hier gut bedient. Ich habe jetzt glaube ich hier 5 Stände gesehen, in denen es Batterien gibt. Und wer natürlich auf keiner Messe fehlen darf, ist die Firma Remectro. Kommt bei mir ja quasi um die Ecke, daher kenne ich die Firma recht gut. Und ja, wer also ein Auszugssystem oder überhaupt ein Ordnungssystem für seine Garage braucht, kann hier gerne mal vorstellig werden. Ja, die Chefin ist wieder voll am Arbeiten. Das ist natürlich Ado. Ja, ja, jetzt da, ne? Man erkennt mich schon wieder. Was steht dazu? Nein, der Hockey schon zwei. Oh, Jesus, neu, die sind ja auch schon wieder da. Ja, Entschuldigung, aber mir schwätze jetzt gerade büsele badisch, ne? Urbadisch. Das muss einmal sein. Natürlich ist auch hier die Firma Gerd Seiter. Ich habe gerade mit dem Chef gesprochen, Gerd, weil wir ja, ein leichtes Problem haben mit unserer Küche. Wer Eura fährt, weiß es. Die weiße Küche ist ein ja, Problem, die wird recht fleckig. Wir haben jetzt gerade gesagt, wir kommen mal bei Gerd vorbei. Gerd sagt, er hat da eine Lösung dafür. Wenn die Lösung denn dann da ist, werde ich euch informieren auf dem Kanal. Also wichtige Info für die Eura-Fahrer, die die Mineralplatte drin haben. Also Gerd hat gesagt, er kriegt es hin. Wir werden sehen. Ja, Chef, Chef, Chef nickt. Wir werden sehen, was wir rauskriegen. Also, bis denn. Ja, so viel zur Halle 7. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ich hoffe, hat jeder was gesehen. Und jetzt geht's in die andere Hallen. Und wir sind ja am Donnerstag noch da. Die Videos kommen dann im Nachhinein. Also, bis denn. Euer Markus von Womovlog. Kommt gesund von euren Reisen zurück, kommt schön von euren Reisen zurück und erkennt das Ganze. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke drücken, dann werdet ihr informiert. Und natürlich auch gerne Kommentare schreiben, was denn alles los war, was euch denn gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat.